So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Railway Empire. Da sind wir wieder. Ich freue mich, denn wir sind schon wieder sehr weit gekommen. Aber uns fehlt noch das eine oder andere. Insbesondere Passagiere müssen mehr transportiert werden. Das heißt, wir könnten diese Strecke tatsächlich lukrativer gestalten, indem wir sie jetzt vielleicht auch ein bisschen günstiger machen. Die durchschnittliche Bewertung ist schon relativ hoch. Dann werden wir sie jetzt auch noch günstiger gestalten, dass die Leute noch mehr damit fahren wollen. So, das machen wir natürlich mit allen Strecken. Okay, dann werden noch mehr Leute damit fahren. Hoffe ich zumindest. Wir könnten sie auch ganz günstig machen, dann transportieren wir gleich hunderttausende Leute. Kriegen zwar kein Einkommen mehr, aber dann ist das halt so. Das wollen die ja. So. Hallo, die Strecke. So, jetzt. Okay. Günstiger geht nicht. Okay. Aber die geht. Wunderbar. In der Hoffnung, dass wir noch mehr Leute transportieren. Da sieht es jetzt nicht nach mehr aus. Aber es müssen eben auch erstmal die Leute dazukommen. Das dauert eine Weile. Das bedeutet, die müssen sich erstmal am Bahnhof versammeln und auch wirklich hin und her fahren wollen. Sind auch keine Expressstrecken, wenn ich das richtig sehe. Dadurch, dass die auch viel zu gewunden hin und her gehen, das ist bei diesen hier wesentlich angenehmer, die wir gebaut haben. Wir sind halt die Besten, ne? So, und wir werden jetzt dafür sorgen, dass hier auch mehr Platz ist für einen weiteren Zug. Du siehst gut beladen aus, aber auch eben nur mit Post. Und das geht mir gegen den Strich. Das finde ich nicht schön. Ich will nicht, dass noch mehr Post verladen wird. Ich brauche mehr Passagiere. So, Speisewagen von hier nach da. Na, jetzt sind doch ein paar mehr Leute unterwegs. Super. Genau das gleiche auf diese Weise. Dann auch noch mal nach Okayama. Nummer 1 und Nummer 2. Außerdem die Zwischensignale setzen. Sehr gut. Speisewagen von hier nach da. Okay, dann läuft das. Dann kriegen wir noch ein paar mehr Passagiere mit ran und wir können uns weiter um den Wachstum der jeweiligen Städte kümmern. Das bedeutet, Fukuyama größer machen, Okayama größer machen. In Fukuyama könnten wir einen Betrieb gründen für Bauholz. Dann können wir das Holz mit runter transportieren. Ja, können wir machen. Gut, dann machen wir den Bahnhof größer. Du bekommst außerdem noch ein Wartungsgebäude dazu. Und wir brauchen dementsprechend das Holz dann in Okayama, in Fukuyama, um dann noch mehr Leute zu bekommen und die Städte auch zu vergrößern. Miyoshi hat eine zufällige Panne. Das ist okay. Hauptsache, die transportieren noch mehr Leute. Wir brauchen die Passagiere. Ich weiß gar nicht, wie man das so schnell schaffen soll. Selbst wenn wir alle günstig machen, aber wir müssten ja im Prinzip hier noch ein Riesenspinnennetz nach Miyoshi bringen. Das wäre finanziell ein Desaster. So, von der Rodung aus gehen jetzt die Waren nach Fukuyama. Richtig, genau. 122.000. Ist fett, aber geht nicht anders. Ja, neue Anschlüsse. So sieht's aus. Neue Bahnhöfe. Alles ist mit bei.
Und eigentlich wollte ich die Kredite zurückbezahlen. Jetzt kümmere ich mich schon wieder um den Ausbau der Städte. Ah, hier ist was los, Leute. Ja, Schmiermitteldosierer nehmen wir auch. So, Holz ist unterwegs. Wunderbar. Das können wir dann später auch nach Matsu noch bringen, aber jetzt ist erstmal Okayama dran. Ihr habt noch ein Gleis frei. Das müsste ich im Prinzip nach Miyoshi bringen. Miyoshi hat nämlich auch noch ein Gleis frei. So. Dann, ach ja, geht ja nicht wegen den ganzen Brücken hier. So. Warte mal, das muss ich besser hinkriegen. Ich will das damit anschließen. Bitte. Das wäre äußerst vorsinnflutlich. Dankeschön. So. Dann haben wir nämlich den Versorgungsturm mit drin im Netz. Ja. Ja, perfekt. 276.000 kostet die Strecke von Miyoshi nach Okayama. Kredite sind noch in Ordnung. Wie sieht's aus mit unseren Aufgaben? Noch nicht mal die Hälfte der Passagiere sind durch. Und wir haben nur noch ein Jahr Zeit. Anderthalb Jahre. Aber dafür haben wir das hier gleich geschafft. Ganz toll. Und ja, die Wartungsgebäude sind zwar ganz nett, sind auch kostenlos, aber sie kosten eben auch Geld, dadurch, dass sie dafür sorgen, dass die Züge repariert werden. Und jedes Mal, wenn sich ein Zug reparieren lässt, müssen wir Geld dafür bezahlen. So, diese Strecke muss günstiger werden. Guti. Dann fahren jetzt noch mehr Leute durch die Gegend. Können wir auch gleich noch eine Ausweichstrecke mit dazusetzen. Bis nach drüben. Kostet 189.000. Was nicht funktioniert, weil da ein Problem vorliegt. Okay. Ja, es ist zu eng. Dann haben sie hier halt keinen Versorgungsturm. Ist nicht schlimm. So. Kostet es halt ein bisschen mehr. 203.000. Ist okay. So, dann müssen wir die Signale setzen. Du fährst gerade in diese Richtung. Und in die Richtung geht dann auch noch ein Signal. Zwischen Steps. Guti. Das steht soweit. Brauchen wir jetzt noch einen weiteren Zug, der von hier nach da fährt. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir wirklich erstmal nur noch warten, bis wir das Geld zurückzahlen können, bis die ganzen Leute transportiert wurden. Sicherlich, wir können uns noch um den Wachstum der einzelnen Städte kümmern, auch nach Okayama das Holz mit ranbringen, aber ich will jetzt erstmal die Kredite abbezahlen. Umso schneller können wir dann auch wieder einen neuen aufnehmen. Falls wir denn noch welche brauchen. Wir machen nicht mehr ganz so viel Geld durch die Passagiertransporte, dadurch, dass wir die ganzen Preise wirklich runtergehauen haben, um noch mehr Leute transportieren zu dürfen. Was wirklich nicht viele sind. Wird gewartet. Fährt zum Landgut. Du hast auch nur Post dabei. Die haben alle immer nur Post. Ich finde das extrem schwierig,
Passagiere zu transportieren. Also ich muss auch sagen, wenn ich Einzelszenarios mache und es da dann um das Transportieren von Leuten geht, breche ich sofort wieder ab, mache ich gleich wieder was anderes, weil ich weiß, dass ich diese Aufgaben nicht so schnell schaffe. Da bin ich einfach zu beschränkt für. Da wir das Geld jetzt eh haben, um den Kredit zurückzubezahlen, werden wir uns auch gleich darum kümmern, hier eine neue Strecke fertig zu machen. So. ...125.000... ...400.000... ...165.000... ...ja, ist okay. So, dann haben wir nämlich auch Holz, das von hier nach da geliefert wird, damit wir endlich wieder so ein bisschen an Geld kommen. Und den Kredit zahlen wir jetzt erstmal zurück. Jetzt geht es ja nur noch darum, die Leute irgendwie hin und her zu transportieren. 10.000 Passagiere. Nein, ich möchte die Stoffe nicht kaufen, danke. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Versorgungsturm Nummer 1, Versorgungsturm Nummer 2. Sonst noch irgendwelche Probleme? Hier baue ich jetzt auch noch einen hin. So, fertig. Läuft. Ich meine, die Prämie für neue Industrie in Hiroshima ist super. Insbesondere, wenn wir daran denken, dass wir 200.000 kriegen und vielleicht nur 100.000 ausgeben müssen. Ja. Machen wir. Dann bauen wir hier nämlich auch die Stoffe. So, bitteschön. Dann können wir die Fasern mit anbringen und Miyoshi mit Stoffen versorgen. Fukushima hat das Bauholz. So, die bringen dann jetzt auch die Sojasauce mit rüber. Die wir im Übrigen jetzt mal ausbauen, damit wir dann auch noch mehr Sojasauce für die ganzen Städte haben. Denn Sojasauce wird hier nirgendwo sonst produziert. Und dann bringen wir Hiroshima ans Netz mit ran. Es ist ja nicht die Rede davon, dass wir nur in einem Gebiet die Passagiere transportieren sollen. Miyoshi hat tatsächlich schon alles voll. Das heißt, wir werden sie nach Kure bringen. Und von dort aus müssen sie weiterfahren. Pech gehabt. Na komm. Wir haben viel zu wenig Geld. Man kann es nicht anders sagen. Wir sind arme Schweine. So, Warendepot. Quatsch, Wartungsgebäude. Haben wir genug? Da fehlt im Prinzip noch eine andere Sache, aber ist egal. Und dann könnten wir Kure auch mit anderen Dingen versorgen und hier nachher die Stoffe hinliefern. Das heißt, wir brauchen dann hier ein Warendepot. So, was schalten wir als nächstes frei? Durch transportierte Post mehr Geld ist okay. Machen wir gleich nochmal. Anzahl der Pakete steigt, brauche ich nicht. Aber das hier, Anzahl der Passagiere. Yamauchi-Domäne mit Reis für Yamaguchi, wunderbar. Aber das ist auch die einzige Stadt hier in der Nähe. Ist egal. Ah, ich kann euch auch damit versorgen. Das ist okay. Dann haben wir hier zwei Versorgungen. Gut, als nächstes kommt hier schon mal ein Warendepot nach Miyoshi.
worüber wir noch die ein oder andere Ware mit ranbringen können. Unter anderem, erstmal kommt hier ein Wartungsgebäude mit hin, dann die Stoffe. Dann kommt die Schiene mit ran. Hundertzweitausend ist okay. So, steht. Sehr gut. Als nächstes braucht Hiroshima Fasern. Fasern müssten eigentlich auch nach Miyoshi gebracht werden, sodass die noch ein bisschen größer werden können. Denn Miyoshi hat jetzt nicht wirklich viele Waren, die sie bekommen. Ich meine, das Bauholz müsste ja demnächst auch nach Miyoshi gebracht werden. Denn das brauchen die. Haben wir nicht sogar einen Frachtzug extra eingerichtet? Na doch. Und Bauholz ist da, in Miyoshi. Sehr gut. Dann kommen wir hier zum Bahnhof. Ja, wie machen wir das am besten? Gar nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Prämie für neue Industrie. Was könnte man denn hier produzieren? Sojasauce. Die ist sowieso selten hier auf dem Markt und ich kriege dann auch mehr Geld wieder zurück. Hundertfünfundneunzigtausend, sehr schön. Dann kann ich den Bahnhof nämlich gleich ausbauen. Und hier auch später Sojasauce hertransportieren. Ich glaube, ich muss den anderen Kredit demnächst auch zurückzahlen, ne? Mal sehen, ob ich das bis dahin kann. Sehr schön. Dann haben wir jetzt wenigstens die Fasern, die von oben nach unten gehen. Die brauchen sie sowieso. Die werden sowieso benötigt. Also von daher überhaupt kein Problem. Denn haben die in Hiroshima schon wieder etwas, was sie dringend brauchen. Demnächst gehen die Stoffe nach Miyoshi, dann haben die einmal Stoffe und später auch die Kleidung. Und wir haben fast 9000 Leute transportiert, das ist gut. In Shugoku sollen wir 270.000 Einwohner haben, haben wir auch fast zusammen. Gehört Hiroshima eigentlich noch zu Shugoku? Ja. Ach, das alles ist Shugoku. Ah, okay. Das heißt, es ist gut, dass wir Hiroshima jetzt auch so ein bisschen versorgen. Gut zu wissen. Gut, dann gehen wir als nächstes nach Yamaguchi. Obwohl, nee, bevor wir irgendwo hingehen, erst einmal den Kredit abbezahlen. Den will ich weghaben. So, danke. Auf geht's. Jetzt können wir sogar noch ein bisschen bauen, weil wir noch ein bisschen Geld haben. Ist das schön. So, die Pfläumchen und die Sojabohnen gehen überall mit hin. Sehr gut. Ein Anschluss. Oh, daneben gebaut. Ups. Gleich nochmal. Zack. Danke. Und die zweite Reihe. Da brauche ich einen neuen Bahnhof. Den bauen wir mal gleich aus. Können wir das untere Gleis nutzen? Jo, erhöhter Profit durch transportierte Post ist super. Ist genau das, was ich jetzt brauche. Ja, ist okay.
Dann bitte alles dorthin transportieren. Alles dorthin transportieren. Sehr gut, läuft. Die produzieren jetzt hoffentlich bald mal was. Die brauchen mehr Fasern. Das heißt, ich werde hier ein Ausweichgleis fertig machen. Oh, ich muss allgemein auch mehr mit Ausweichgleisen aktuell arbeiten. Da bin ich wirklich noch zu nachlässig. Außerdem brauchen wir noch die ganzen Versorgungstürme. Und. Wir haben noch so viel zu tun. So viel Spaß. Der bringt die Fasern rüber. Lokomotive verlangsamter Betriebsmittel fehlen. So, an gewissen Stellen haben wir jetzt schon mal welche. An anderen wiederum nicht, aber das kommt. Brauchen wir nur noch hier Betriebsmittel und dann lassen wir die Stoffe demnächst auch rüberfahren nach Miyoshi, sodass die noch größer werden. Vorausgesetzt, sie sollen noch größer werden. Die Frage ist bloß, wenn wir jetzt von Miyoshi aus irgendwelche Leute irgendwo hin transportieren sollen, wie sollen wir das machen? Wir haben ja alle Gleise besetzt. Das heißt, im Prinzip muss ich dann später das Ganze umstellen und das Holz beispielsweise in ein Warendepot fahren lassen. Beispielsweise. Dass wir hier oben an dem Bahnhof dann auch die Möglichkeit haben, noch irgendwie ein Gleis in eine andere Stadt oder an eine kulturelle Sehenswürdigkeit mit ranzubringen. Aber wir haben uns schon wie eine Spinne alles gekrallt, was hier zur Verfügung steht. Und vor allem kann auch keiner der Konkurrenten hier überhaupt irgendwo einen Bahnhof gründen. Außer in Fukuyama, weil wir hier nur einen haben, oder in Okayama nur einen. Aber Totori hat zwei, Matsu hat zwei, Miyoshi. Man darf immer nur zwei Bahnhöfe in einer Stadt haben. Das heißt, wenn ein Konkurrent zwei Bahnhöfe schon in einer Stadt gebaut hat, ist man raus. Aber da die Konkurrenten das nie machen, ist mir das egal. Da haben wir Hiroshima, schon zwei Bahnhöfe, Kure, okay, nach Yamaguchi könnten sie noch. Ja, übernehme ich, weil wir nämlich später sowieso Hähnchen brauchen und das dann nach Okayama, nach Tori, nach Miyoshi Ihre und überall. Züge beleben nicht nur die Region, sie erwirtschaften auch noch einen Gewinn. Das ist wichtig, damit die Eisenbahn auch aus eigener Kraft wachsen kann und kein Klotz am Bein des Staates ist. Genau. Ach, was soll man über die privaten Eisenbahnunternehmen sagen? Die Liste der Mängel ist lang. Strecken werden nur ausgebaut und befahren, wenn sie größte Gewinne versprechen. Verspätungen sind an der Tagesordnung. Die Wagen einer Gesellschaft können auf den Gleisen eines anderen Unternehmens nicht genutzt werden. Letztendlich ist es nicht einmal möglich, militärische Truppen innerhalb weniger Tage von einem Landesteil in einen anderen zu verlegen. Und was machen die Investoren? Sie streiten um die kleinsten Nichtigkeiten und es ist schier unmöglich, sie zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber damit ist jetzt Schluss. Das Parlament des Kaiserreiches hat einer Verstaatlichung der Eisenbahnen zugestimmt. Und in diesem Teil Japans fällt Ihnen die Umsetzung zu. Sie sollten sich über das weitere Vorgehen klar werden. In welcher Region wollen Sie zuerst aufräumen? Das klingt gut. Das heißt, ich soll meine Konkurrenten ausnocken, oder wie? Verschaffe dir Zugang zum Gebiet Kyushu, Kinki oder Shikoku. Oder alle drei. Aber dafür brauche ich jede Menge Geld, oder? 2,23 Millionen, 2,9 Millionen, 3 Millionen. Okay. Ich glaube, wir brauchen Kohle. Und das bis 1905, wir haben jetzt 1903, vielleicht kriegen wir dann nicht mal einen goldenen Haken, aber den müssten wir eigentlich trotzdem kriegen. Uff, ja, wir brauchen definitiv mehr Geld, wir müssen für den Wachstum der Städte weiter sorgen. Denn ansonsten schaffen wir es nicht, das machen wir alles im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen, wir sind gut vorangekommen. Und auch wenn wir einen grünen Haken haben, aber das ist nicht schlimm, dafür haben wir drei Konkurrenten, vielleicht kriegen wir dann eine bessere Wertung. Und wir sehen uns im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen.
und bis gleich.